liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, einen wunderschönen keltischen Saturntag. Wir haben heute Halbmond um 8.07 Uhr in der Früh gehabt und vor uns liegt das Quadrat zwischen Sonne und Jupiter. Ein sehr interessantes Horoskop, denn sowohl Sonne in der Jungfrau als auch Merkur in den Zwillingen ist zunächst einmal geistig gestellt. Das heißt, es geht hier um Erkenntnisse, um Einsichten, um Wahrheiten und natürlich auch um den Jupiter-typischen Übertreibungseffekt. Aber das werden wir dann relativ schnell herausarbeiten, denn wir haben einen Aszendenten Skorpion und den auch noch auf Unheil verkündenden Steinbockgraden. Es ist die Kombination zwischen Skorpion und Steinbock, welches in meiner Beobachtung immer den Faktor Grausamkeit mit ins Spiel bringt. Gleichzeitig haben wir hier auch noch die Spitze des 12. Hauses, ebenfalls im Skorpion, allerdings auf Krebsgraden, so wie es ausschaut, nämlich 8 Grad 16 sind Krebsgrade von 7 Grad 30 bis 10 Grad. Das heißt, wir erkennen hier nun mal aus dem Aszendenten, dass es hier um Härte, um Entbehrungen und um Zusammenbrüche geht, Skorpion, und dass es hier auch um das Aufdecken von Betrug, 12. Haus, an der Bevölkerung geht. Das erkenne ich hier nochmal aus dem Aszendenten. Wenn wir uns aber dann vergegenwärtigen, dass der Mars als Herrscher des Aszendenten, als Geburtsregent eingeschlossen im 8. Haus steht, erkennen wir schon, dass es um große Geheimnisse geht, aber auch um große Transformations- und Zusammenbruchsprozesse. Gleichzeitig ist auch Herrscher des 12. Hauses im 8. Haus, das heißt, wir erkennen, dass auch der Betrug zu Ende geht, dass der Betrug quasi aufgedeckt wird. Und wir sehen in Pluto, ebenfalls interessant, eingeschlossen im 2. Haus, im Steinbock, den 2. Herrscher des Aszendenten, also den 2. Geburtsregenten, im 2. Haus. Und dadurch haben wir schon mal eine interessante Zusatzinformation. Herrscher von 1 in 2 und von 12 in 2 und Herrscher von 1 in 8 und 12 in 8 gibt mir schon so ein bisschen den Beigeschmack des Auffliegens des langjährigen Betruges auf dem Finanzsektor. Und wir haben den Finanzsektor mit Spitze 2. Haus im Schützen besetzt. Das heißt, einer der beiden Hauptdarsteller, nämlich Jupiter, im 7. Haus auf 20 Grad und wie viele Minuten haben wir? 1 Grad, ich glaube, es ist ganz wenig. Nein, 2010. Auf 2010 befindet sich auf Schützegraden. Das ist sehr interessant. Sonne der Jungfrau, schwer verspannt, auch auf Schützegraden am MC. Und dazu komme ich gleich. Verzeihung, nein, sie sprühen nicht mehr so stark, die Luft ist wunderbar, so eine traumhafte Luft habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr geatmet, aber das sind wahrscheinlich noch die Altlasten der letzten Wochen. Aber wie auch immer, ja, wir sehen hier eine schwere Verspannung und natürlich auch den Faktor der Übertreibung. Wir haben über Jupiter als Herrscher des 2. Hauses schon die Information hereinbekommen, es handelt sich bei der großen Übertreibung um den Faktor Geld, um den Euro. Oder beziehungsweise auch den Dollar, wie wir gleich sehen werden. Denn Sonne ist Herrscher des 9. Hauses und hier haben wir das ferne Ausland und insbesondere hier den Wilden Westen meines Erachtens im Fokus. Und hier will der Wilde Westen hier in unsere Regierung massiv mit intrigieren, also hineinregieren. Und wir sehen auch Merkur als Herrscher von 10 im 9. Haus, dass man hier offensichtlich das mit sich geschehen lässt. Die sind hier gefangen im 9. Haus, aber gleichzeitig Merkur auch Herrscher des 8. Hauses, dem Untergang geweiht. Und das ist gut so, denn viele, viele Millionen Menschen beten täglich, dass dieses Verbrecherregime endlich zurücktritt oder was auch immer geschieht. Ich weiß es nicht. Ja, schauen wir mal, ob YouTube diese Passage jetzt durchgehen lassen wird. Wir werden es gleich herausfinden. Ansonsten muss ich das Video noch einmal in einer veränderten Form aufnehmen. Wir haben hier gemäß Herbert Troinski, Edmund Herbert Troinski, EH, ich habe nachgeschaut, EH Troinski, haben wir hier Sonne im 10. Haus und den Saturn rechne ich schon fürs 4. Haus. Und das alleine steht schon für Revolution, für Umsturz, für Zusammenbruch. Und dann haben wir hier noch auf der Hauptachse den Uranus. Und das ist für mich die Bestätigung, dass
ist schon wieder ein Revolutions-, schon wieder ein Zusammenbruchshoroskop. Bitte um Entschuldigung, das habe nicht ich erfunden. Ja, ja, wer hat es erfunden? Ja, du siehst, ich weiß nicht. Also das heißt, wir sehen hier eine unheimlich starke Besetzung. Aber was bei diesem Horoskop für mich eine regelrechte Sensation ist, ist die Opposition zwischen Mond und Mars. Bitte schau dir das an. Schau dir das an, wie eng. Ja? Mond 4 Grad 31, Mars 4 Grad 32. Eine ultra, ultra, ultra enge Oppositionsaspektierung. Ganz knapp applikativ, nur auf eine Minute. Also das ist eigentlich ist das die Hauptaussage. Ja? Das ist für mich nur so Beiwerk. Aber kommen wir gleich auf den Hauptaspekt. Aber das da ist für mich die Kernaussage, weil Mond wegen seiner unglaublichen Geschwindigkeit natürlich zufällig, unter Anführungszeichen, genau in diesem Moment diese grandiose, diese wahnsinnig starke Opposition bildet. Also puh, das ist für mich alles andere als Zufall. Ja, da kommt dann noch der Mondknoten dann auch noch ins Spiel und wir werden uns dann auch noch anschauen, was ein Reinhold Ebertin in der Kombination der Gestirnseinflüsse zu dieser Dreieraspektierung zu sagen hat. Bleiben wir zunächst einmal hart am Kurs, schauen wir uns einmal an Sonne Jupiter. Sonne Jupiter bezeichnet natürlich ja auch die Begriffe Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, den Blender, den Größenwahnsinnigen, ja, den Wichtigmacher. Naja, wer ist der Wichtigtuerer? Das ist Sonne, Herrscher von 9, der Wilde Westen, ja, der sich hier auch bei uns wahnsinnig wichtig macht. Und er hat übertrieben, den Herrscher von 2 in 7, ja, das sind die Kriegskosten, das kostet, Krieg kostet richtig Geld, das ist ein Milliardengrab, da gehen viele, viele Milliarden verloren, aber zum Glück zahlen wir das ja, weil der Wilde Westen liefert ja nur die Waffen, wir bezahlen dafür, ja, ist ganz interessant, geschickt eingefädelt, ja, sehr, sehr eingeschädelt, also sehr, sehr interessant, wie das hier läuft. Und das hier zeigt uns den Faktor der Übertreibung, das heißt, man hat es zu wild getrieben, man hat zu viel Geld offensichtlich dort verbraten und verbrannt und das könnte jetzt zum Problem werden. Und ich gehe davon aus, dass das zum Problem wird, weil das sagt uns schon dieser Aszendent Skorpion, der dann auch hier die Achse 8-2 über Mars und Pluto eindeutig anspricht. Gleichzeitig sehen wir auch hier einen unglaublichen Spiegelpunkt. Ja, schau mal, die Entfernung von MC zur Sonne ist circa die Entfernung von IC zu Saturn, also ein eindeutig 1000%iger Spiegelpunkt. Und natürlich steht Sonne, Saturn auch immer für Entbehrungen, für Härte, für Kälte, für Ernst, für Frustration, für Einschränkungen. Und wen betreffen diese Einschränkungen? Naja, wir sehen hier Bevölkerung, die Menschen hier, wir sind davon betroffen. Und Saturn, eingeschlossener Herrscher von 2, zeigt uns ja wieder etwas Ähnliches, was hier Mond ist der Mars, ja, man lernt nie aus. Dieser Mars ist der Mond und der Mars ist der echte Mars, was uns hier Mond-Mars-Opposition ja schon angedeutet haben. Die Achse 2-8, Niedergang, Verluste, Geld, ja, also das heißt, wir haben hier das Problem Geldmangel und aus diesem Geldmangel, ja, der hier ja steht, Kälte, Härte, Entbehrungen für die Bevölkerung, sehen wir hier eindeutig Revolution. Ja. Mond Mars steht ja für Revolution, aber natürlich kann es auch in die andere Richtung gehen. Mond Mars kann natürlich auch bedeuten, dass hier harte, gnadenlose Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung durchgezogen werden. Also das kann das durchaus bedeuten. Mir zeigt Uranus auf der Hauptachse, dass wir es hierbei mit einem weltweiten Problem zu tun haben. In dem Fall ist Uranus Herrscher des dritten Hauses. Das bezieht sich auf die Nachbarstaaten. Das heißt, wir können hier davon ausgehen, dass es mit Nachbarländern offensichtlich zu Konflikten kommt. Siebtes Haus steht auch für kriegerische Auseinandersetzungen. Schauen wir mal, wie weit es diese grandiose, die Stadtsipaten-Truppe bringt. Sie wird es so weit bringen, dass sie unsere Länder in einen Weltkrieg hineinziehen möchte. Das ist ja ihre erklärte Absicht. Da, glaube ich, braucht man nicht lange drüber diskutieren. Ja, Merkur-Mond-Trigon habe ich natürlich auch gesehen. Merkur-Mond bilden ein, naja, es ist ein enges Trigon, schauen wir mal. Merkur 4 Grad 51 Mond. Auf jeden Fall ist es ein applikatives Trigon, ist es ein Entlastungstrigon.
Naja, hoffentlich ist es ein Entlastungstrigon, aber Merkur ist Herrscher von 8 und Mond ist eingeschlossene Herrscherin von 8. Naja, also 8 und 8 ergibt gute Nacht. Und das zeigt mir natürlich hier, dass es hier offensichtlich im Wilden Westen zu massiven Finanzproblemen kommen dürfte. Weil ich weiß nicht, wie lange die anderen noch bereit sind. Ja? Die Kriegsspielereien, die ewigen Kriegsspielereien, ich glaube, über 250 Kriege haben sie in den letzten 200 Jahren gestiftet. Ja? Sie waren sehr, sehr aktiv. Die Schuld haben sie immer den anderen in die Schuhe geschoben. Das ist so üblich. Also das kennen wir, wie sie das so oft und so gerne gemacht haben. Und dank ihrer Medien glauben es die meisten. Dank der Macht ihrer Medien glauben es die meisten, manipulierten auch, dass es wirklich so war. Was soll man da zum Sagen. Also das ist tragisch, dramatisch und so weiter. Mond, Merkur steht grundsätzlich dafür, die Gefühle Mond aussprechen zu können. Also das heißt, man hat hier einen guten Zugang zu den Gefühlen und das passt natürlich dann auch hier zu dieser Dreieinigkeit. Na, das kann man schon gelten lassen. Mars, Mond, Mars und Merkur. Schauen wir mal, was ein Ebertin dazu zu sagen hat. Würde mich interessieren. Habe ich nicht angestrichen. Mond, Mars ist hier und hier unter Merkur. Voreilige Kritik, Nervosität, leicht erregbar sein. Also das ist natürlich schon mal eine Kernaussage. Das heißt, hier steigt natürlich der Nervositätsfaktor beträchtlich, weil Merkur, Mars, da werden die Nerven allmählich rot glühend. Sehen wir sonst noch etwas? Das ist sehr aufregend, das ist ein sehr spannendes Horoskop. Wir sehen. Wen sehen wir, was sehen wir, warum und wie oft und wenn ja, um welche Uhrzeit? Wir haben hier, ja, Jupiter. Wir haben Jupiters Herrscher von 2 in 7, zeigt mir auch, dass dieses Finanzthema, diese Finanzübertreibung, diese viel zu hohen Ausgaben, ja, dass das hier natürlich auch ein Effekt ist, der die ganze Welt betrifft. Wir können das aber auch anders formulieren. Wir können zum Beispiel hier sagen, zweites Haus steht für Sicherheit. Das neunte Haus steht für Gerechtigkeit, für Recht, für Freiheit, für die Wahrheit. Interessant ist, dass die Sonne, ja, in dem Fall die Rolle Jupiters übernimmt, das Herrscher von 9. Ganz interessant. Und auf Schützegraden auch beide. Also es ist ganz, ganz merkwürdiges, ganz schräges Horoskop. Aber da kommt was. Aus diesem Horoskop folgt schon was. Ja. Wir hatten ja schon die Demarkationslinie mit der exakten Opposition Sonne-Saturn auf der Hauptachse. Das war für mich sozusagen der Beginn einer neuen Ära und das sind jetzt alles Folgehoroskope in der neuen Ära. Revolution, Zusammenbruch, Finanzen schwer besetzt, ganz schwer besetzt, großes Leid für die Bevölkerung, Neptun im vierten Haus. Naja, das heißt, hier hat man vielleicht falsche Vorstellungen, Illusionen, Wunschdenken oder im positivsten Fall auch ausgedrückt eine mentale Kraft. Kann sein, dass die Leute mental zu arbeiten beginnen. Ich schaue nochmal, wo das vierte Haus steht. Ich fürchte 1749 meine geliebten Skorpion, gerade von 1730 bis 20 Grad. Das heißt, hier haben wir den Faktor Leid für die Bevölkerung und Auflösung. Ja, Leid und Auflösung, naja. Das ahnen wir schon, was damit gemeint ist. Wir sehen auch hier, dass sich hier diese Halbsumme zwischen Uranus, Pluto und Neptun, wie gesagt, in den nächsten Monaten weiter und weiter aufbauen wird. Saturn ist wohnhäuser, das ist der Uranus. Ja, ich verwechsel die Planeten, tut mir leid. Das ist der jugendliche Leichtsinn, der schlagt wieder zurück. Ja, es ist offensichtlich eine geistige Regression. Naja, auch bei mir wirken die Mikrowellenstrahlen, denen ich 24 Stunden pro Tag perfide ausgesetzt sind. Natürlich phänomenal, ich wäre immer blöd, aber ich gebe es wenigstens zu. Also das heißt, wir haben hier diese sich aufbauende Halbsumme, das heißt, hier haben wir große Veränderungen im Bereich der gesamten Zivilisation, der gesamten Kultur. Also wir haben hier eine Neubewertung, eine Neuausrichtung der gesamten Menschheit und das hängt auch natürlich mit Uranus, mit Revolutionen und rasanten Veränderungen zusammen, die wir hier sehen können. Natürlich, wie gesagt, was ich vorher angesprochen habe, Sonne, Herrscher des 9. Hauses und Jupiter, zweites Haus, da geht es um Sicherheit, um Vertrauen. Das kann natürlich auch für mich, für den Verlust des Vertrauens, ja, in das Rechtssystem stehen. Und das ist auch ein weltweites Phänomen, also mit 7. Hausbesetzung meines Erachtens eindeutig. Wir sehen Venus als Herrscherin von 7
in 11, an sich eine sehr schöne Besetzung. Venus ist Herrscherin von 11 an der Spitze des 11. Hauses. Überraschend starke Position. Die Europäische Union ist hier mit dem 7. Haus, mit den militärischen Auseinandersetzungen hier sehr stark involviert, sehr stark betroffen. Warum das hier so positiv gestellt ist, kann ich leider nicht beantworten. An sich, 11. Haus steht für Verbündete und Venus steht für zuverlässige Verbündete, für starke Verbündete. Also ganz interessante Aussage, die auch auf der positiven, auf der Habenseite zu verbuchen ist. So, und ich habe versprochen, wir schauen uns an diese Verbindung zwischen Mond, Mars und Mondknoten. Und hier haben wir folgende Aussage: Der Mondknoten ist hier, Mond, Mars haben wir hier. Und hier steht: energisch zusammenarbeiten mit anderen unter dem Mondknotensymbol. Energisches Zusammenarbeiten mit anderen kann ich natürlich, weil hier das 4. Haus betroffen ist, nur mit den Menschen in Zusammenhang bringen. Ja, ein großer Teil des 4. Hauses wird auch von Mars regiert. Das im 8. Haus ist natürlich wieder eine doppelte Aussage, kann einerseits großes, naja, puh, ich muss schon aufpassen, was ich sage, aber viele von uns werden sich leider verabschieden müssen. Und hier sehen wir dann aber auch das Aufbegehren, die Revolution. Mond, Mars geht in beide Richtungen. Einerseits Repressalien durch das System, andererseits Aufstände durch die Bevölkerung. Ja, ein sehr starkes Horoskop, ganz, ganz spannendes, hoch energetisches Horoskop. Und natürlich MC, Jungfrau, ein beweglicher Meridian, zeigt uns auch an, dass hier die Entwicklung in alle Richtungen möglich ist. Ja, es ist ein hohes Unberechenbarkeitspotenzial hier enthalten. Obendrein haben wir hier noch die Skorpion, gerade wie auch hier auf 1749. Und Herrscher von 10 in 9 zeigt mir natürlich auch, dass das Thema Freiheit in Kombination mit dem 8. Haus eine sehr tiefe, eine sehr intensive Bedeutung hat. Ja. Und hier natürlich mit Merkur, also auf Freiheit bezogen, mit Mars im Aspekt, auch wenn es nur ein Sextil ist, steht für mich auch für Freiheitskampf. Also eine ganz wesentliche, eine ganz wichtige Bedeutung dieses Horoskop. Wir haben folgende zwei Zahlenreihen. Ich versuche heute den Begriff alt und neu ausnahmsweise einmal nicht zu verwechseln, oder vielleicht schaffe ich es doch wieder, dann bitte um Vergebung schon im Voraus. Wir haben in der alten Zahlenreihe, ja, richtig gemacht, hm? Lerne dazu. Alte Zahlenreihe 12. September 2024, an dem ist alles falsch, aber trotzdem haben wir immer wieder interessante Ergebnisse. Wir haben die 12, die 21, die doppelte 23, die 25, die 29, aus der sich dann die 11 und die 2 ergeben. Die 12 ist der Gehängte. Hier steht die Welt Kopf. Das heißt, hier kommen dramatische Veränderungen, ja, die wir alle, na, Saturn, Spitze des 4. Hauses, der bringt uns schon einmal was. Ja? Und natürlich Sonne, Saturn, Spiegelpunkt, Kälte und Härte, aber wurscht, ist ja auch schon wurscht. Die 21 an zweiter Stelle, höchstes Glück auf Erden, eine maximale Schutzzahl, freut mich sehr, wenn es so kommt. Die 23, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von fern, bitte nicht die Rettung, sondern Hilfe her. Die 25, eine große Streitzahl, ja? Da geht es auch um Rache, man möchte es sozusagen anderen heimzahlen für die empfundenen oder empfangene Schmach. Naja, das könnte durchaus sein. Uranus, ja, Uranus, drittes Haus. Drittes Haus steht natürlich auch für Wirtschaft, Handel und Industrie, dass wir hier weltweit große Nervosität, große Erregung haben auf dem Gebiet des Handels. Also da haben wir große Schwierigkeiten, aber kann natürlich auch für Stress mit Nachbarstaaten stehen, also Streitigkeiten mit Nachbarstaaten. 25 steht hier eindeutig drinnen und natürlich Mars im 8. Haus. Mit Mond in Opposition braucht man nicht mehr weiterreden. Das ist eine gewaltige Streitzahl, weil ja die 25 sehr skorpionisch ist. Und hier haben wir den Mars als Herrscher des Aszendenten Skorpion, also skorpionischer. Es ist ja schon Skorpionissimo, ja, mit Spitze 4. Haus auf Skorpion geraten. Astrowolf, was willst du mehr? Also ich bin überglücklich. Die 29 an letzter Stelle. Das heißt, man hat mit sich so viel geschehen lassen. Man hat überall nur zugeschaut. Ja? Und jetzt geht es darum, dass wir erwachsen werden, dass wir eben aus diesem ganzen Leid herauskommen und dass wir alleine unseren Weg gehen. Wir brauchen niemanden anderen mehr. Die 11, so jetzt muss ich das noch rauskriegen, ohne auf die Tasten zu drücken, haben wir es geschafft. Die 11
zeigt uns eine Meisterzahl, das ist die magische Wirkungskraft, das heißt mentales Arbeiten ist angesagter denn je. Ja, wir haben mit der Wandergruppe haben wir mal probiert, dreimal drei Salven magische Lichtpfeile abschießen. Ja, war ein interessantes gemeinsames Erlebnis in einer Formation, genau richtig ausgerichtet, also mit Kompass eingenordet. Schauen wir mal, ja. Magisches Arbeiten zahlt sich aus in Zeiten wie diesen. Und als letzte Zahl haben wir die 2, die kosmische Harmonisierung oder Neptun eben. Klar, 12. Haus mit an Bord mit Aszendent Skorpion und natürlich Neptun im 4. Haus ist eine starke Besetzung. Die neue Zahlenreihe zeigt uns den 21. Grad. Warum? Weil die Sonne steht auf 20 Grad 10. Von 20 bis eben 21 haben wir den, oder 2059 haben wir den 21. Grad des 6. Monats Jungfrau im Jahr 1742 um 282 Jahre gemäß Ayanamsa korrigiert. Also wenn du von 282 abziehst, dann kommst du auf 1742. So, die Zahlen, die Gewinnzahlen lauten 21, 27, 28, 35, 39, 41 habe ich wunderbar abgelesen. Ich schummel, ja, bitte. Mathematisch würde sich niemals ausgehen. Aber hier habe ich sie schon aufgelegt. 21 hatten wir schon, 27 an zweiter Stelle. Das heißt, große Akribie, große Genauigkeit. Vielleicht ist das der Saturn-Aspekt. Dann haben wir die 28. Ja, das könnte durchaus auch die Sonne Saturn-Spiegelpunkt-Aspektierung sein. Gehen wir ein bisschen weg. Das schaut ja unordentlich aus. Die 35, die große Rüttelzahl. Das heißt, wir werden in den nächsten circa 3 Monaten aufpassen müssen, weil dieser Aspekt gilt bis zum 7. Dezember. Da wird dann die Sonne eine Opposition zu Jupiter bilden. Die 39. Die 39, die große, große Intensitätszahl. Da möchte man es gerne sehr intensiv erleben. Also das ist so nichts nebenbei oder so halbherziges, sondern 39 ist eine ultraintensive Zahl und die zeigt uns natürlich, dass hier eine schwierige Zeit vor uns liegt und wir haben hier auch eine konkrete Auslösung. Wir haben bei 86 Tagen eine Hauslänge von 7 Tagen und also 7,16 periodisch Tage, also eine Woche. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3 Wochen Abstand. Morgen ist der 12. Jetzt packe ich meine vollen Rechenkünste aus. 12 plus 18 ist 30. 18 und 21 bleiben 3 Tage übrig. Das heißt, ich komme auf den 3. Oktober. Bitte das auch wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Mir rinnt der Schweiß von der Stirn. So schwere Rechnungen. Damit habe ich heute nicht gerechnet. 3. Oktober, ja, da könnte es dann sehr haarig werden. Aber ich erwarte jetzt schon, ich schaue ja ständig auf die Uhr, wann wir die ersten Nachrichten hören, dass es losgeht. Es wird jetzt natürlich sehr vieles in den öffentlichen Medien unterdrückt, ja, gar keine Frage, aber trotzdem sickert ja so einiges durch. Die 41, die Jimmy Savile-Zahl, hängt mit der Vergangenheit zusammen und die 5, also die 41 ist, die ihr Kinderlein kommet bzw. gehet, Thema Mahlzeit, hängt mit dem 5. Haus zusammen und Mars ist auch gleichzeitig Herrscher von 5 in 8. Das zeigt mir natürlich auch, dass das Wachstum im Land, dass der Wohlstand im Land hier sozusagen vor die Hunde geht. Aber möglicherweise kann man noch am Südpol einige Fahrradwege ein paar hundert Millionen, das kostet ja nichts, oder irgendwelche Luftreinhaltemaßnahmen in Peking, ein paar Milliarden, also wurscht, Geld spielt keine Rolle, es ist ja nur unser Geld. Also das heißt, da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber wie auch immer, hier geht es für uns ein bisschen auf die Zielgerade, das heißt, hier wird es eng. Jupiter als letzte Zahl ist ein Fünfer, ein Volltreffer. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, was dieses großartige Kunstwerk, das ist Wahnsinn, Rembrandt würde vor Neid erblassen, zu bedeuten hat. Aber 5 Jupiter ist ein absoluter Volltreffer. Gut, wir schreiten zum Wald, wir schreiten in den Wald. Und ja, das ist ein Video von der letzten Wanderung, habe ich auch veröffentlicht zuletzt. Und ja, verborgen am Pfad habe ich dir geschrieben, oder Pfade. Und du weißt jetzt, was auf dich zukommen wird, richtig, ganz genau, du kennst schon Bescheid. 1, 2, 3,
magischen Minuten, bitte besonders, wenn uns morgen die 11 winkt, die magische Wirkungskraft, wird das natürlich von besonderer Bedeutung sein. Außerdem ist morgen ein keltischer Sonntag, habe ich vergessen dazu zu sagen, aber jetzt ist es heraus. Also das heißt, bitte um 19.50 Uhr, wenn du wieder Zeit für unsere 3 magischen Minuten hast, mit der wir so viel schon bewirkt haben, so viel Gutes, ja, die Bäume haben leider zu viel Trockenheit mitmachen müssen. Gehört bei dem felsigen, steinigen Boden ist das ein bisschen problematisch zum Überleben. Aber wie auch immer, wir haben eine starke Phase im Moment. Wir sehen es auch an den Temperaturen. Sommer ist vorbei, Herbst wird übergangen und wir gehen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt in den Winter übergehen, das glaube ich jetzt nicht. Wir haben jetzt einmal einstellige Temperaturen in Richtung Wochenende, aber es geht dann wieder bergauf, es wird dann wieder wärmer. Aber wie auch immer, starke Zeiten stehen uns bevor. Ich kann dich nur ersuchen, stark zu bleiben, im Vertrauen zu bleiben und ganz egal, was passiert, lass dich nicht unterkriegen, weil die Satanisten haben immer weniger und weniger Möglichkeiten. Sie haben zwar noch die Möglichkeit der medialen Ankündigung, aber es steckt nichts mehr dahinter. Ihre Macht ist gebrochen, es ist vorbei. Wir haben den Beginn einer neuen Ära und sie kämpfen nur noch ums nackte Überleben und führen einen hinhaltenden Abwehrkampf, den sie aber auch verlieren werden, und das ist gut so. In dem Sinne, einen großartigen keltischen Saturntag, bitte mach das Beste draus. Im Zweifelsfall an Saturntagen kann man, glaube ich, konzentriert arbeiten, wenn man irgendetwas basteln möchte, wo man erhöhte Aufmerksamkeit braucht, ist das optimal. In dem Sinne, alles Liebe, dein Astrowolf, Ende.